Dann schauen wir uns jetzt noch den Vlog von, und das Video, eher gesagt, von Nico an und dann Jalla Abfahrt in Valorant Community Games. Cool gemacht, der Vlog. Richtig cool, really. Nio, dann komm ich am 2. Monat. Was geht? Schaut nicht vorbei. Ich hab keinen Vlog. 1, 2, go. Guten Morgen, guten Mittag. Seit wann hängt dieses eine Brustbild auf dem Boden bei ihm? Das ist ein Medium, von dem wir uns sehr, sehr gerne beeinflussen lassen und aufgrund von der Tatsache. Vertrau mir nicht, Nico, sein Video ansehen. Warum, was ist los? Von Werbung, wie zum Beispiel von Idioten von mir beeinflusst werden und den letzten Rotz kaufen, oder Baby? Sehe ich absolut genauso. Die Jungs von Getreidetreu haben sich wieder Clips von euch aus der Community, was den Werbeansporn angeht, rausgesucht. Und da bin ich natürlich gespannt, wie Sack und Hoden, was für Werbungen uns heute erwarten. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Alexa zu Hause in ihrer neuen Wohnung Nägel in die Wand klopfe oder Bohrmaschinenaktivitäten nachgehe, das ist natürlich immer für mich ganz schlimm mit den Knien. Die tun mir natürlich immer sehr, sehr krass weh. Und da bin ich schon seit Jahren auf der Suche nach dem richtigen Instrument. Oh lala. Ultrani bietet ja maximalen Komfort für schweres Arbeiten und sorgt für optimale Druckverteilung. Für optimalen Druckausgleich. Oh mein Gott. Ultrani, kein Dienstwerkzeug, sondern Notwendigkeit. Und wenn es jemanden gibt, der prädestiniert dafür ist, ein gutes Product Placement abzufilmen und ein Produkt seriös zu vermarkten, dann ist es kein geringerer als Ronison. Hallöchen. Ronison gleich in die Kommentare. Hat hier wirklich sich selbst übertroffen, meiner Meinung nach. Den Werbeclip, den er hier gezeigt hat, ist meiner Meinung nach das perfekte Beispiel dafür, wie man sich ein Produkt erwerben müsste. Jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar, dass ich auch ein Placement für die bekomme. Kennt ihr das auch, wenn vom ganzen Geld her eure Finger anfangen weh zu tun? Endlich keine Fingerkrämpfe mehr. Schaut mal die Tage bei mir auf Insta vorbei. Und hast du auch ein Placement für die? Ja. Ja, jeder hat ein Placement für die, ja! Und falls ihr Single seid, könnt ihr sogar Happy End machen. You better hurry up. We don't want to be late. What the heck did you just do? Let your man out. Brute, the essence of man. Ja, ich glaube es. Ich glaube es. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Produkt sollte ich mir lieber nicht kaufen, oder? Wäre besser. Lebst du ein Entenleben? Der große Moment, dass ich begehe. Keine Enten. Fühlst du dich auch manchmal wie gefangen in einem Hamsterrad? Möchtest du vielleicht mehr Freiheit, auch finanzielle Freiheit haben? Dann bist du hier bei uns genau goldrichtig. Und normalerweise machen wir diese Workshops ab 2400 Franken. Und dieser hier ist nun zum allerersten Mal absolut kostenfrei. Worauf wartest du also noch? Liebe Leute, wenn ihr jetzt finanziell... Komm in die Gruppe! So dumm. Werden wollt. Meine Freundin und ich haben uns damals gefühlt wie eine... Nico braucht das Zeug nicht, der schafft das auch ohne. Cool. Fühlt sich auch wie eine Ente. Doch dann haben wir begriffen, wir sind Bären. Bewerbt euch heute noch kostenfrei. Normalerweise kostet der Kurs bei uns nur 40.000 Euro. 40.000 Euro, das ist schon brutal. Aber heute gibt es das Ganze kostenlos. Das ist ein sehr, sehr gutes Investment. Ich persönlich habe noch nie so ein verstörendes Inscope 21 Video gedreht. Du wolltest doch anfangen mit... Jetzt verstehe ich warum. Was habe ich da gerade gesehen? Das ist ein sehr, sehr gutes Investment. Ich persönlich habe noch nie so ein verstörendes Inscope-21-Video gedreht. Du wolltest doch anfangen mit Stream, oder? Ja. Ich habe da ein sehr, sehr geiles Game für dich. Willkommen, Warpath-Spieler. Ich bin sehr happy, eingeladen worden zu sein, weil ich in Warpath eine Macht von 5 Millionen erreicht habe. Haha! Schmeckt! Sorry, aber die Zugangsgrenze wurde gerade auf 10 Millionen Macht erhöht. Was? Jetzt Warpath spielen. Warpath. Jetzt. Spielen. So ein geiles Produkt. Wann fängst du an mit ASMR-Videos? Demnächst. Liebe Leute, wer noch zum Einschlafen eine Hilfe braucht, kann dann demnächst beim Kanal von meiner Freundin vorbeischauen, wenn sie dann kommt und sagt: Hi! Herzlich willkommen zu diesem Video. Was ist das für ein Stein in der Mitte? Drittes Auge oder was? Nashorn? Keine Ahnung. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, schaut doch mal diese Linke mal. Und falls ihr den Schirm nicht hört, eventuell, wieder mehr. Was geht, Lisa? Einfach ruhig. Verpiss doch! Lelusi! Oh mein Gott. Das war wirklich ein sehr verstörendes Video. Ich glaube, ich war noch nie so verstört, als das rumgelegt wird von Alex und Nico und dann das war Knossi.
Also, wir waren bei einem Event, wo es Burger gab. Ganz zufällig war Bowser auch da. Aber halt nur ganz zufällig. Wir waren bei einer Kinopremiere und danach entschied sich Ron spontan mit Mark Fein zu gehen. Was für eine Kinopremiere? Überreichten dem Rolex-Gewinner seine Uhr und zufällig war auch das halbe Dorf da. Achso, und wir waren wieder spontan feiern. Und Ron gab Nico kreativen Input beim Ola Kala-Shooting. Viel passiert, würde ich sagen, oder? Fangen wir direkt von vorne an. They see me rolling. They hate them. Bitte gar keinen Stress, mein Gutster. Mein Gutster, hast du dir das gut überlegt? Hast du dir das gut überlegt? Ich frag dich. Hast du dir das gut überlegt? Wie nüchtern sind sie? Ron, ich muss den Mann mal entführen, ja? Wo sind wir gerade, ja? Wo sind wir gerade? Erzähl doch mal. Small Food Brothers. Von 1 bis 10, wie gut geht's ihm? 9. 9? 100. 900. Alter, yo, Ron, deine Augen, du siehst so wasted aus, Hilfe. Hast du schon getrunken, mein Freund? Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden. Guck mich mal kurz an. Warum schiel ich? Ich würde viel scheiße gucken. Mach dir gar keinen Stress. Gehst du schon? Ja. Manchmal muss man im Leben Situationen ergreifen, die man ergreifen kann. Und ich ergreife sie. Weißt du wieso? Weil der Griff und der Grip stimmig ist. Hold my hand, my brother. Hold my hand, Bruder. Viel Spaß. Okay. Hallo, willkommen. Willkommen. Okay. Angekommen. Wir sind hier gerade auf irgendeiner Filmpremiere. Was für eine? Ich will wissen. Forever. Aber ich brauche richtig viel Alkohol. Oh no. Also wirklich, ja, das ist Schweinerei. 2 Minuten gedauert, Alter. 2 Minuten. Sorry. Ich liebe das, wenn Frauen das machen. Ey, ich will wissen, was für eine Premiere das jetzt ist. Jack S. Ah, okay, danke. Die haben irgendwas mit Jack von mir schon. Du weißt, was wir brauchen, richtig? Johnny, ich liebe dich. Ja. Aaron, jetzt ein Tornado. Ja, Ron ist auch da. Ron, der geht einfach unter der Tornado. Ja. Ist so witzig, dieser Typ, der Moderator, der war auch bei beiden Premieren, wo ich war, war der auch dabei. So das witzig. Kann man am sehr gerne. Besten, indem man sich... Heute sind nur Idioten ohne 3D-Brille unterwegs. In einer Welt, wo eigentlich nichts mehr für unmöglich scheint, gibt es Männer, die der Menschheit zeigen, was es bedeutet, Eier zu zeigen. Zeige Eier, wir brauchen Eier! Sie begeben sich an Orte, wo noch nie jemand war und stellen sich Aufgaben, die sich noch nie jemand getraut zu meistern hat. Ron Bielecki Forever, bald im Kino. Wo fahren wir jetzt hin? Einen Rolex übergeben. Und ich mache hier ganz kurz gar keinen Stress. Und scheiß einmal ganz, ganz beschissen in dieses Klo von Remi. Entzündet! Tornado! Twitch-Team, wir distanzieren uns von nackten Ärschen. Wir haben nichts mit dem Video zu tun. Ich schau's mir nur an. Guck mal rein. Mach dir gar keinen Stress. Meine Damen und Herren, kennt ihr diese Tage, wo ihr diese 5-Sterne-Restaurants austestet? Auf der Motorhaube einer G-Klasse. Hallo und herzlich willkommen zurück. So. Wo sind die? Sind die in Berlin oder Köln? Wohnt Amar auch in Köln? Ich hab keine Ahnung. Ein erneutes Video auf meine Kanal, meine lieben Freunde. Ein Amar kocht Special und heute natürlich auch mit Freunden. Denn wir werden hier nämlich dieses neue Restaurant ausprobieren. Was ist seit den... Perfekt, wo ganz anders. Ich glaube, jetzt gerade so Anfang 2022er gibt. Freunde, ein Geheimtipp und zwar der Big Tasty Bacon, ohne Tomate. Wow. Das ist es. Ich glaube, Amar kommt heute auch. In Düsseldorf. Wir sind in Düsseldorf. In Düsseldorf. Ey, wir könnten mit dem Remover-Koffer reinrollen. Boah. Boah. Das wär's, glaube ich. Das wär's, oder? Das ist es, glaube ich, tatsächlich. So Jackass-mäßig. Lass uns das machen. Oh, apropos Koffer. Ich muss mir einen neuen Koffer kaufen. Euch alle bitte gar keinen Stress. Oh no. Soll ich mich bei dem Kollektionsvideo einfach daneben stellen und nichts sagen? Ich stehe einfach die ganze Zeit da und gucke. Selbst ohne Bauen. Also ich hätte nichts dagegen. Oh, Star Wars, ey, jetzt so Bock auf Star Wars wieder. Ich freue mich auf diese Obi-Wan-Serie, die bald rauskommt. Ich bin so hyped auf dich, ich hoffe, die wird richtig.
geil. Ey, die wird safe geil. Also mit dem Schauspieler, so Bock. Also wir haben uns jetzt überlegt, um dem Ganzen mehr Schmackes zu verleihen, dass Ron im Hintergrund sitzt. Achso, Gattano, auch. Ey, das war früher mein Lieblingscharakter. In die Kollektion gebracht. Hier sieht man es auch mal in der Struktur, mit wie lange die Leidigkeit gekauft. Ah. Okay. Danke, das ist die Core Collection. Core Collection, let's go. Die Schlangenlieder ist auf der Innenseite verbaut. Ach so. Also nach so einem 40.000 Euro Cashout, da kann man auch gerne mal ein Outro drehen. Für YouTube. 1 Milliarde Menschen haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Seid ihr alle eigentlich geistig zurückgeblieben? Warum abonniert ihr nicht diesen Kanal? Es ist jetzt Zeit, diesen Kanal zu abonnieren. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf die Kollektion und wir sind sehr, sehr stolz, euch das präsentieren zu dürfen. Leute, kauft bitte alle Olakala, damit die Kinder nicht... Ist das eine Olaka All Black Collection? Das wäre auch cool. ...nicht umsonst genäht haben. Mandalorian nämlich auch, das ist sehr cool. Oh no. Ich glaube nicht, ob wir nicht verloren haben. Nein, ich glaube nicht. Nein.